Ja, der heimlich, ne? Hat er hier einfach einen Geheimgang in seinem Zimmer? In seinem Büro? Was für eine Type. So, warte mal, wir hatten doch eine Lampe hier. Nee, benutzen. So, mach mal Licht. Und dann drücken wir mal den Knopf. Das müsste jetzt doch jetzt eigentlich funktionieren, oder? Ah, guck mal. Durch die geheimen Gänge des Museums schleichen wir hier. Oh. Oh nein. Ach, von dem Stachelschwein. Oh Gott. Wer ist denn das? Wer ist das? Dr. Carringtons Kopf weist keine erkennbaren Anhaltspunkte auf, mit Ausnahme seines etwas erschreckten Gesichtsausdrucks. Ach, das ist Carrington, ja? Es ist ein Tropfen. Es ist ein tropfendes Blut. Oh ja. Das ist das blasse rechte Hand von Carringtons Körper. Die Finger zeigen Anzeichen von Fahlheit. Das ist die blasse linke Hand von Carringtons Körper. Die Finger zeigen Anzeichen von Fahlheit. Die Uhr ist auch. Und hier ist irgendwas, ne? Die Uhr hat genau um 12.04 Uhr ihren Geist aufgegeben. Mhm. Gräfin und Siggi um 1 Uhr morgens. Ausstellung über mittelalterliche Waffen. Okay, er wollte sich also mit einer Gräfin und mit Siggi treffen. Mhm. Es ist die Sprechanlage. Können wir damit was machen? Fass das nicht an, du weißt ja nicht, wo es vorher rumlag. Gut. Carringtons geiferte ein bisschen, als er starb, und sein Haar hätte wieder einmal gewaschen werden können, damit das ganze Fett rausgewaschen wurde. Das ist der tote Körper von Archibald Carrington III. Aus der Haltung des Körpers schließt du auf ein Verbrechen. Ja gut, also Carrington ist jetzt tot. Aber das ist ja eigentlich nicht Carrington, ne? Wie wir herausgefunden haben. Und was ist das hier? CP. Die beiden Buchstaben C und P wurden sehr vorsichtig mit Blut, in Blut auf den Schreibtisch niedergeschrieben. So als hätte der sterbende Präsident Carrington es getan. Was könnte CP bedeuten? Warte mal, hat er vielleicht... Aua, diese Stacheln sind schon... Ja. Nee, aber vielleicht hat er ja auch irgendwie noch... Nee? Irgendwas? Nicht? Können wir das mitnehmen? Nein? Ja, klar ist das eine Sprechanlage. Den Knöpfen zu beurteilen... Was? Den Knöpfen zu beurteilen nach muss dies die Hauptsprechanlage sein, mit der man empfangen und senden kann. Na ja, gut. Da können wir also nichts machen, ja? Okay, also wir haben jetzt die dritte Leiche, ja? Also wir werden immer verdächtiger. Stachelschwein-Stacheln scheinen das Ableben von Dr. Carrington verursacht zu haben. Während sie in seinen Körper eintraten, haben sie viele lebenswichtige Organe perforiert. Auf den Stacheln des Stachelschweins befindet sich Blut. Aus ihrer Richtung zum Körper schließt du, dass es sich um Dr. Carringtons Blut handeln muss. Ja. Du nimmst an, dass das Blut von Dr. Carrington ist, da das Stachelschwein ausgestopft war. Ja, natürlich. Okay. 1:15. Eieieiei. Ich würde jetzt trotzdem mal ganz gern mir die Gegensprechanlage anschauen. Können wir die jetzt vielleicht benutzen?
Du berührst die Sprechanlage am Knopf vorbei und damit auch am Punkt vorbei, offensichtlich. Wie funktioniert die denn? Boah, es ist gar nicht so einfach, die zu treffen, die Dinger hier. Muss man vielleicht nur einen anhaben? Ah, oh. Die Sprechanlage knistert und du überhörst die folgende Unterhaltung. Also war es der linke Knopf, nicht der rechte. Ja gut, kann man ja nicht wissen. Oh, ich liebe deine Narben doch so, Wolfi. Zeig sie mir noch einmal. Du kannst sie dir immer anschauen, mein kleiner Strudel. Hoppla, sehr schön. Ja, und ich habe diesen neuen Knochen für deine Sammlung. Ah, und auch noch so ein großer Knochen, wo hast du ihn gefunden? Ich habe diesen Knochen vor Jahren rumgeschleppt. Er gehörte dir, mein Mädel. Du kannst damit machen, was du willst. Ich bin sehr beeindruckt von deiner Gütigkeit, Wolfi. Ja gut, dass die beiden was miteinander haben, das wussten wir schon. Ne? Die Sprechanlage knistert und du überhörst die folgende Unterhaltung. Oh, meine Geliebte, wie schaffst du es nur so, es so oft zu tun? Ja, sicher. Männer müssen halt Männer sein. Und du machst es so gut. Rede nicht so laut, jemand könnte uns hören. Oh, lass mir nichts machen, mon amour. Leben wir können, genieße nur einmal. Aber sicher, ich tue das zumindest 50 Mal am Tag, um fit zu bleiben. 50 Mal, oh la la, und was nennt man diese Bewegung? Liegestützen, Mädchen. Ich mache ebenfalls 50 Liegestützen pro Tag. Dann renne ich ein paar Meilen. Na, die beiden. Okay, ja, die beiden scheinen ja auch irgendwie zusammen zu sein, nicht? Na, ich versuche den Knopf zu treffen. Alles, was du hörst, wenn du den Knopf drückst, sind statische Geräusche. Alles, was du hörst, sind statische Geräusche, statische Geräusche, statische Geräusche. Ne, da auch nichts mehr. Ach Mann, ich will noch mehr Leute abhören. Ach schade. Gräfin und Sigi um 1 Uhr morgens, Ausstellung über mittelalterliche Waffen. Ja, Sigi ist nicht mehr, er ist ja auch nicht mehr. Vielleicht lebt die Gräfin noch. Fass das nicht an, du weißt ja nicht, wo es vorher rumlag. Die Notiz ist in Handschrift geschrieben, wahrscheinlich von Dr. Carrington. Ja, wahrscheinlich. Ein Telefon. Das ist das einzige Telefon im Museum. Kann man das benutzen? Wie so viele andere Dinge in diesem Museum ist das Telefon ist tot. Aha, oje. Was ist das Lilane hier? Phone List. Mit deiner unübertroffenen Intelligenz findest du raus, dass es sich um ein Telefonbüchlein handelt. Nein. Dann lass mal sehen. Telefonnummern. T. Dargan, WP 5125, R. Williams, BL 4468, I. Didit, SH 0244, B. Saif, KL 0527, U. Hosa, LI 2077, N. Yet, KL 4004, E. Leach, BR 1833, den kennen wir. Alle anderen kennen wir nicht. Nach der Handschrift zu urteilen, wurden die Telefonnummern von derselben Person aufgeschrieben, die die Notiz auf dem Block gemacht hat. Alles klar.
Das ist ein Porträt des früheren Präsidenten des Leyendecker-Museums, Sterling Waldorf Carlton. Na gut, das kennen wir ja schon. Verschlossene Schubladen. Schade. Na, das kennen wir ja schon. Muss man uns nicht nochmal angucken. War ja schrecklich genug. Nur was hat das mit dem CP auf sich, frage ich mich. Die Handschrift ist sauber und dunkel. Aha. Na gut. Aha. Du siehst auf einem runden Kombinationsschloss die Ziffern 0 bis 9. Du bist versucht, eine Nummer einzugeben. Ah. Ah, warte mal. Wahrscheinlich hier, ja, durch das Telefonbüchlein. Ja. Also versuchen wir mal 1833. Hä? Was wird denn jetzt? Wieso? Hä? Wie soll das funktionieren? Na. Die 1. Dann die 8. Und zweimal die 3. Nee, das war falsch. Okay. Dann war es nicht Leech, dann ist es wahrscheinlich irgendein anderer von hier. Was denn mit 2077? Ups. Oh oh. Oh nein, wir wurden erwischt. Achtung, halt! Das Büro des Präsidenten ist verboten. Raus oder ich knalle sie ab. Da liegt eine Leiche. Hat er jetzt abgeschlossen? Bitte nicht. Was passiert jetzt? Hallo? Achso. Die Tür ist Ach, nee. Manno. Oh, da ist Blut. Ein Papiermesser mit einer roten Klinge. Ich glaube nicht, dass die Klinge rot... Also ja, die Klinge ist rot, aber nicht gefärbt. Der rote Fleck auf der Klinge des Papiermessers könnte rote Tinte sein. Oder Blut sein. Vielleicht hatte die letzte Person, die es benutzte, einen Unfall und schnitt sich mit der scharfen Klinge? Nein, das glaube ich nicht. Der verdammte Heimlich! Ja, wir wissen ja jetzt, dass die Carlton, der Siggi und er hier, Archibald der Dritte, dass sie sich in der Mittelalterausstellung treffen wollten. Vielleicht sollten wir da mal schnell vorbei und dann versuche ich eventuell nochmal über den Geheimgang
in das Büro von dem zu kommen, weil ich möchte den Tresor knacken. Der heimlich, der kann mich mal.